Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Verbotsforderungen haben wir im politischen Berlin derzeit Hochkonjunktur. Die Grünen wollen Flugreisen verbieten, Autos mit Verbrennungsmotoren. Die Linken wollen privaten Wohnungsbesitz verbieten. Und jetzt haben sie sich wieder ein neues Verbot ausgedacht. Sie wollen verbieten, dass Bahnstrecken und Bahnimmobilien entwidmet oder verkauft werden. Damit aber sind sie auf dem Holzweg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ja wohl unstrittig unter allen Fraktionen, dass eine bessere Bahn auch eine bessere Infrastruktur braucht. Nur stellt sich die Frage, erreichen wir dieses Ziel mit Ihren beiden Anträgen? Und da sage ich nein. Denn im sozialistischen Traumland, liebe Frau Leydig, da regnet Geld in unendlicher Menge vom Himmel. In der Realität der Eisenbahnpolitik sieht das anders aus. Deshalb sollten wir das Geld dort investieren, wo es auch einen großen Nutzen bringt, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es auch nicht entscheidend, wie lang nur ein Netz ist, sondern dass die Gleise an der richtigen Stelle liegen. Und ja, wir brauchen mehr Überholstrecken im Eisenbahnbereich. Ja, wir müssen Knotenpunkte ausbauen. Wir brauchen für den Güterverkehr mehr Anschlussgleise und Verladestellen. Aber was wir nicht brauchen, ist jede ungenutzte Nebenstrecke auf Teufel komm raus und so teuer wie möglich erhalten, meine Damen und Herren. Im Übrigen nützt das auch den Reisenden nichts. Wenn eine Strecke nicht mehr groß genutzt wird, wenn in einem Zug gerade mal eine Handvoll Reisende sitzen, es sind Tonnen von Stahl, die dort bewegt werden, dann ist das weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, Herr Gastel, auch wenn Sie das anders sehen. Und manchmal ist es aus Sicht der Fahrgäste das bessere Angebot, wenn 5-6 Mal am Tag ein Busangebot besteht, als wenn 2 Mal ein Zug kommt. Es geht nämlich um Mobilität und nicht um Ideologie, liebe Grüne. Und was heißt denn ein komplettes Verbot für Entwidmungen, für Stilllegung von Strecken? Was heißt das? Für die Kommunen weniger Entwicklungsmöglichkeiten. Es wurde schon angesprochen, wenn zum Beispiel ehemalige Bahnstrecken für touristische Nutzung aufbereitet werden. Stichwort Fahrradwege. Private Investoren, die vielleicht ehemalige Bahnhofsgebäude zu Wohnraum ausbauen wollen. All das ist nicht mehr möglich, wenn wir Ihrem Antrag folgen, liebe Linke. Ein Verbot jeglicher Veränderung bedeutet, dass Sie eben nicht mehr bedarfsgerecht ausbauen können. Und meine Damen und Herren, was wir viel dringender brauchen, die Mittel, die wir haben, zum Beispiel in eine schnellere Digitalisierung des Eisenbahnnetzes zu investieren, damit wir Kapazitäten an der richtigen Stelle erhöhen. Was müssen Sie wohl erzählen, wenn Sie den Antrag gelesen haben? Ich habe beide Anträge sehr im Detail gelesen, deshalb kann ich auch die entsprechende Kritik aufnehmen. Die OECD hat vor kurzem gesagt, bei der Steuerlast ist Deutschland Weltspitze, doch die Infrastruktur verfällt. Da ist was dran, meine Damen und Herren, weil wir uns zum Teil verzetteln und nicht dort investieren, wo wir es für eine schnelle, bessere, zuverlässige und innovative Bahn brauchen. Eine Bahn, die wieder zu einem Aushängeschild des Hochtechnologiestandorts Deutschland wird. Das wollen wir und das ist das Gegenteil von dem, was Sie wollen, liebe Linke. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten Herbst. Nächster Redner in der Debatte, Matthias Gastel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.